Hallo Leute, willkommen zurück hier bei Greedfall. Na, Siora? Do you need something? Erzähl du doch mal. What do you intend to do now? Will you become the Dunaegad of your clan again? I will most likely do it, but not now. I still have a lot to discover by your side. Ja. I hope that you do not feel constrained to do so. I would completely understand if you had to go back to your people. You are a noble-hearted man, and a true Onol Manawi. Do not worry. I'm not staying because I feel constrained to do so, but because I like being with you all. And especially with you. Anything else? Nein, das war's. I must leave you. See you later. So. Das hätten wir. Und ich glaube, es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber ich glaube, es wird keine Romanzenoption in diesem Let's Play geben. Denn eigentlich habe ich alles gemacht, was ich dafür will, überhaupt. Wir haben die Quests gehabt. Ich habe hoffentlich das... Ach ja. Ihr blöden Viecher, verliert ihr eure Akku. Ich habe wahrscheinlich das Richtige gesagt. Hey, ich bin jetzt Kriegsmagier. Endlich kann ich wechseln. Endlich kann ich wieder mit dem Schwert spielen. Nee. Ich glaube, dieser ganz am Anfang, als sie uns einmal falsch verstanden hat, das war doof. Naja, als ich das Falsche ausgewählt habe, sagen wir es so. Sagen wir es, wie es ist. Und, ja, dann die Sache mit Afra. Da hat sie ja einen Minuspunkt gekriegt. Und ich glaube, das könnte dem jetzt im Weg stehen. Verdammte Axt. Das gefällt mir nicht. Ich hätte euch wenigstens eine Romanzenoption gezeigt. Und... selbst wenn ich mir das andere mit Vasco und Afra nicht verbaut hätte, weil ich bei Afra das Falsche gesagt habe und Vasco irgendwie von vornherein nicht als Herzoption hatten, naja. Ja. Ich find's schade. Ich find's schade. Ich hätte es gern gezeigt. Und Siora wäre sowieso meine Wahl gewesen, bin ich ganz ehrlich. I have something to ask you. I'm listening. What do the women on your island do when they really like something? Ich hab nichts gesagt. Everything is so complicated where you come from. In my culture, we do not talk about our feelings, especially not amongst nobles. Marriages are arranged more often than not. I knew it. Never mind. I'll do it my way. Your body and your soul are speaking with mine. And if you feel the same way, I would love to spend some time alone with you. Ja! I would love that too. Meet me outside my room the next time we're at the house. I will be there. Anything else? I must leave you. See you later. Yay! Tja. Ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. Aber ich will trotzdem mit der Hauptquest machen. Wenigstens die Prüfung des Wassers. Und danach werden wir wahrscheinlich sowieso Konstantin Bericht erstatten. Oder, ja, dem... Ich hab seinen Namen vergessen. Dem Dunaegad, den wir bei ihm haben. Und, ja. Dann können wir auch... Siora. Do you know anything about the trial that awaits us inside? My mother passed it during the last election, but it was Vinbar that was elected in the end. Did she tell you about it? A little, but it is a secret trial. It is important that you give your whole heart to it. I know that you must choose your path in your way. Combat is not necessarily the best response. Das haben wir schon mal gehört. And there are ways. Is that enough? Kennen wir schon. Dankeschön.
Aber schön, dass, falls man nicht mit ihr geredet haben sollte, dass es einfach losgeht. Doof ist, dass, auch wenn man mit ihr geredet hat, es einfach losgeht. Hallo. They're eating the old carcass. If you poured some sleeping potion on it, they'd fall asleep. I do not have a sleeping potion on me. Benötigt Schlaftrank. Hm. Wie mache ich das am... Nee. Leute, dann gehe ich. Nein, das lade ich jetzt auch nochmal. Nein. Ich will nichts töten, was ich nicht töten muss. Da hole ich mir lieber Schlaftrank. Abgesehen davon, dann Prüfung abbrechen. So. Netter Versuch. Dann gehen wir halt gleich nach Hause. So. Ich wollte euch und mich extra noch ein bisschen auf die Folter spannen, aber ehrlich gesagt, es ist mir so auch lieber, das gleich zu machen. So, reisen. Einmal nach Hause. So. Ja. Hier hindurch. Vor allem, weil ich auch nochmal zum Schmied muss. Ha, ha, Schmiedspflicht. Dann gehen wir zuerst mal zum Schmied, dann zum Händler, um Schlaftrank zu holen. Das brauche ich ja dann nicht mal. Jedenfalls haben wir jetzt einen Stärke-Up von Siora ja bekommen. Und hier ist gerade Stärke drauf. Das ist ziemlich schwachsinnig, da wir ja Stärke sowieso schon auf 2 haben. Und 2 Boni brauchen wir da nicht drauf. Das heißt, wir nehmen uns jetzt mal dieses Ding hier vor und packen da, das ist eine Stärke, das ist eine Wissenschaft. So. Und haben jetzt sogar 2 Punkte in Wissenschaft. Oh, das wollte ich gar nicht. So. Den Schlaftrank konnte ich auch zu Hause herstellen, ne? War mir doch so. Dann stelle ich davon gleich ein bisschen was her. So. Schlaftrank. Ja, Wissenschaft 1. Dann machen wir einfach mal 10 Stück davon. Schaden tut es jedenfalls nicht. So, Leute. Ich bin gespannt. Onol Manawi, do you still agree to spend some time with me? Ja, klar. Of course. I was waiting for this moment. Come. Ich hätte gern schöne Musik. I have never met someone like you. Onol Manawi. My heart has never beaten so fast for anyone. What about you? Do you think you are my Menundanem? I hope so. Because I love you too, Siora. Kairto. This is how we say I love you in our language. Koden nes greda komolai. Our two hearts beat together. No, Siora ist jetzt liebevoll. No. My Menundanem. Do you need something? Nein, gerade nicht. Dankeschön. See you later. Hab ich schon mal Njo gemacht? Noch nicht, oder? Njo. Okay, wir haben Schlaftrank. Wir sind jetzt mit Siora zusammen. Und das heißt, wir können hier wieder zurück. Hurra. Wieder einmal der Ladebildschirm. Ach, Ladebildschirm. Hello, Ladebildschirm, my old friend.
Ich verkaufe Sachen bei dem Typ. Das kann weg. Das kann weg. Oh, so. Ach, Freunde, ich freue mich. Ich freue mich sehr. Auch wenn ich mir echt so ein bisschen schöne Musik gewünscht hätte dabei. Aber man kann ja nicht alles haben, ne? Es war ein sehr schöner Moment. Und ich finde es echt böse, dass man es sich erst trifft und danach noch sagen kann, nö. Schön, dass wir beide gepimpert haben, aber das war's jetzt auch mit uns. Naja. Finde ich sehr gemein, dass das geht. Look, they're eating the old carcass. If you pour some fucking potion on it, they fall asleep. Ja. Na du. Hallo, na? Boop. You did it. They're sleeping. We should be able to pass without a fight. Yay! So, 9 Stück habe ich davon noch. Also, es sollte eigentlich ganz gut gehen. Die Höhle der Prüfung betreten. This room is full of beasts that the natives call Dorsentats. They seem to be resting. Perhaps we can pass without waking them if we move silently. Wo denn? Ich sehe die Biester nicht mal. Wahrscheinlich irgendwo da unten, aber wir können ja auch hier rüber. Hüpf! Ja, wahrscheinlich da, ne? Ich speichere hier mal und dann gucke ich mir die mal an. Was sind denn die Dorsentats? Ach, ihr! Hätte man die an der Decke sehen können? Ja, die kann man an der Decke sehen. Auch wenn sie in der Luft fliegen, aber interessant, dass man die tatsächlich sehen kann. So, weiter geht's in die nächste. So. Und ich will das versuchen, alles ohne Kämpfe hinzukriegen, ne? Wie ihr wisst. Watch out, a Nadike. Ein Nadike? Ach, da unten. You were freezing and you had this empty stare. The water in the basin spoke to you, no? Yes. Exactly like the lightning-struck tree. I was something else for a brief moment. Tell us. Visions like this are guides, keys for the sacred rituals. I was in the sky. I was floating, carried by the wind. And it was a cold feeling. I was high up, and it was getting colder and colder. I felt my blood freezing in my veins. I fell to the ground and spun slowly. And then the sun warmed me. Suddenly I bounced on the ground. Wasser. And I was taken by the bubbling current of this creek. Then, just like before, the vision dissipated. And I was suddenly with you again. Okay, das sollte hoffentlich nicht so schwierig sein. So. This stone is adorned with the etching of a drop of water. Here this looks like a snowflake. The snow, or maybe ice. This stone bears the image of a storm. Or perhaps the wind. Wind? Kälte? Sonne? On this stone, the sun is visible. Und Wasser. Lüfte das Mysterium der Quelle. Ich habe das Mysterium gelüftet. Na, Nadike, geht's dir gut? Kleiner Mann? Ich muss nicht zu dir, oder? Ich habe die Quelle gelüftet. Ich weiß zwar nicht, was das jetzt gebracht hat, aber ich kletter einfach mal hier hoch, ne? Wenn ich das schon kann. Den sollten wir auch hier hochgehen. Dann kommen wir einfach so um den Nadike rum. Sehr praktisch. This must be the seal that Glendan spoke about. It looks like the silhouette of the mountain of Tirfridi. And a face is drawn within it. The spirit of the volcano. One of the faces of Enon Mir Frichtemann.
Also ich würde sagen, wir haben bestanden. Wir haben nichts getötet, wir haben das Rätsel gelöst. Wir haben sogar den Nadaik am Leben gelassen. Auch wenn es mich immer in den Fingern kribbelt, diese Viecher klein zu schnetzeln, weil es ist immerhin ein anspruchsvoller Kampf und den hätte ich schon sehr, sehr gerne. Bertirtumad on Olmanawi. I congratulate you for passing the trial. Enter. Ja, ich komme mit rein. Dankeschön. Speichern. Jetzt kann ich. And so you have returned. Can you tell me what the seal deep within the cavern brings into your mind? A face in the mountain of Tirfredi. Then you have seen the true face of the island when looking into her waters. And the island has seen inside you. You sent the beasts into a deep sleep. That was very clever. Another before you did the same. In choosing the path of silence, you avoided confronting the Dosantats. Finally, you have completed the ritual. And in so doing, the Guardian recognized you as a wise man. You choose to trust the way of ruse and wisdom. It is a difficult path, but it carries generous fruits. The island has seen your intelligence and also your compassion. The friendship of Katasach towards you no longer surprises me. Am I authorized to encounter Enor Mil Frictamen now? To present him with my request. If the High King agrees, yes. We shall not oppose that decision. Only a High King or High Queen is allowed to open the sanctuary. I warned you, your voyage is far from over. I suppose that I'm going to need to convince them as well. Where can I find them? I do not know. And I believe that it may be another trial on your path to find the one you seek. Is he hiding? Has he been captured? He disappeared several months ago. Since then, we have not heard from him. He was worried about the Renaixe. The last people to have seen him, I'm told, were the most important chiefs of the clans here at the council. There was Dedra, Blatnit, Ulan, and Dunkas. My mother, alas, can tell us nothing more. Yes. I heard about your loss, Siora. Undivorced Tirse. Mourning is a difficult time to pass. Undivorced Tirse. Thank you, Glinda. Dedra is the Mal of the clan of the Storm Warriors. You will find her in the village of Vedlug. I've already met her. She sent me to confront a guardian. That sounds like her. Ulan is the Mal of the village of Vignamri, near the coast. It is said that he welcomes the Renaixe. As for Dunkas, he leads the Vigigidor. He is the chief of the Earth Healers. His village is not very far from the Didekid and Nadages. Very well. I will go and see them. Try to find this High King. Thank you, Glendan. Qua walamsek. I hope that you will find him. Das hoffe ich auch. Errungenschaft freigeschaltet, wasserdicht. Wir haben die Prüfung des Wassers abgeschlossen. So. Und als nächstes mit Konstantin über das Heiligtum. Okay, gut, dann reden wir halt erstmal mit Konstantin. Ich hätte jetzt erstmal mit den Clan-Leuten gequatscht, aber... Dann reden wir halt mit Konstantin, wenn ihr das unbedingt wollt. Wenn ihr das unbedingt wollt, dann tun wir das. So. Ah, nutze die Pause. Nein, ich nutze die Pause nicht. Ich kann diese Pause nicht nutzen. Ich brauche keine Pause. Wir müssen zu Konstantin. Und unsere Reise dauert heute schon 19 Minuten 20 gerade eben. Jetzt wahrscheinlich inzwischen schon fast 30. Tja. Eine sehr erfolgreiche Folge heute, oder? Die Prüfung des Wassers geschafft. Die Liebe unseres Lebens gefunden. Naja, nicht gefunden. Wir kannten uns ja schon. Lieutenant, I demand an explanation. Tell us what is going on.
We haven't heard anything about Lord Dorset's condition in spite of our inquiries. We are extremely worried. And then all of a sudden one of his guards appears, shaken and on his own, though he is part of his retinue. Please, allow me the chance to shed some light, my lady. Your soldier is nothing more than a coward for abandoning his highness. Tell me, what is going on? This soldier has just reported in. He is asking for reinforcements. He believes that Lord Dorset has been attacked. He believes? He ran here without full knowledge of what happened firsthand. I was sent on patrol far from the camp, but I heard screams from men and from beasts. I wanted to return to camp, but then I heard a deafening sound, grinding like a landslide. I thought then it would be best just to go and get help. Thank you, Lieutenant. You are dismissed. I would like to have a discussion with this man alone. Yes, sir. My lady, could you lead these fine people into the hallway, if you would be so kind? Certainly. I deplore this embarrassing turn of events, but know that you have my full support in all circumstances. In the interest of avoiding a general panic, tell me precisely what happened back there. Your cousin ordered us to escort him beyond the town limits. The Islander convinced him to go on some journey. By Islander, do you mean the Dinaigad that came to treat his affliction? Yes. A strange bird. Missing more than one feather, you ask me, sir. I was ordered to set up patrol along a small path, rather far from the rest of the company. I was told to protect our perimeter from anyone wandering along. According to the Islander, it was the only access to their planned destination. I did my rounds for quite some time. Not a soul came along. But then I heard cries a ways off, and I went running to help. I heard an enormous crashing sound, like an avalanche of rocks. So then I turned right back around. And you ran all the way here? Do you know precisely where the company was when you heard these sounds? No, not precisely. I hadn't gone there. But I could show you where I was posted. The Islander said they were following the path. But he was quite a ways ahead when I lost sight of them. Why didn't you go and look for yourself? To see if they had been buried by a rock slide? What? Alone? What could I have done? It seemed of greater urgency to go and get help. I'm still having trouble deciding if cowardice or intelligence got the best of you. But that's a question for your superiors. My cousin was quite weak. Do you know why he decided to follow the Dinaigad? His Highness was feeling much better. The potions that he was drinking must have been potent. I mean to show no disrespect to His Highness, but that Islander had the high ground in the War of Wits. I wasn't privy to their counsel. I haven't the beginning of an explanation for the expedition, but your cousin was all full of enthusiasm and ordered that we set out as quick as we could make ready. That sounds like him. What sort of mess has he gotten himself into? Again. I am sorry, sir, but I don't know anything else I could tell you. Dismissed, soldier. Looks like I'm going on an expedition. Thank you, sir. Ja. Gut, dann. Wir haben zwei, Konstantins Schicksal. Ja, und eine Heilung für den Malikor. Ja, ich würde sagen, wir quatschen erstmal mit den... wir quatschen erstmal mit den Clan-Anführern. Angefangen mit, keine Ahnung, wen zuerst. Ist mir aber ehrlich gesagt auch egal, mit wem wir anfangen. Bin ich ganz ehrlich. So, ich würde sagen, einen machen wir heute noch. Einen können wir heute noch machen. Das ist nicht das Problem. So, wir gehen heute mal zu Ulan. Der ist der Nächste. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, Heils wieder aufnehmen. Tjo. Die roten Wälder. Immer wieder eine ganz fürchterliche Erinnerung an DBD. Ich hasse die roten Wälder. Okay, gut. Ulan. Dein alter Kumpel ist hier, den du mal verraten hast. Und ich bin dir fast nicht böse. What brings you here, Onomanawi?
Ach, wir sind bei Dankes, nicht bei Ulan. Sorry. I seek Vinbar, your High King. I was told you were among the last to have seen him. I do not know if that is true. Others most certainly crossed this path after me. But since you have helped our island, it is only right that I help you in return. The last time I saw him, we were in Dorhad Genedu. He wanted us to help him decide what we should do about you. You, the Renaixe. Deirdre and Vladnid wanted us to spill blood and chase you from our land. Ulan's words were all honey, as is his talent, and wanted us to welcome you with open arms. I attempted, as is my wont, to follow the path of wisdom, that which winds between the others. Vinbar was not convinced by any of us. He decided to turn to a far greater source of wisdom. He left us to go to the sanctuary to see Enonmil Frichtimen. Would he still be there? I do not think so. The great mind must have guided his footsteps in a direction beyond our understanding. But he would not have abandoned his people without first seeing his own one last time. You should go to Wenshavar. Maybe there they would know where you could find him. Thank you, Dunkas. Okay, das ist doch schön. Wir haben eine Information, wo wir als nächstes hingehen können. Und da werden wir dann wohl auch in der nächsten Folge hingehen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.